Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch etwas erzählen über ein Gewinnspiel, was wir momentan auf Wenn in EU laufen haben, mit der Zusammenarbeit und mit der Hilfe von Guildhome, meiner Firma, für TS3-Server und Minecraft-Server und Webpacks. Ja, worum geht's da? Es geht um das World of Warcraft Monopoly-Spiel. Ihr kennt das alle, denke ich mal. Und von daher, das gibt es im Moment zu gewinnen. Zweimal, ja, zweimal ein World of Warcraft Monopoly. Falls ihr es nicht kennt, so ungefähr sieht das aus. Das Spielbrett ist übrigens komplett in Englisch. Das gibt es nicht in deutscher Sprache, weil einfach ja, fürs Deutsche fehlen da Rechte von Hasbro. Das macht halt eine Firma in den USA und die haben dieses Spiel. Ja, es ist ein ganz, ganz tolles Spiel, so von der Aufmachung her. Ihr seht es jetzt gerade hier nochmal. Was ihr machen müsst, um zu gewinnen, ist ganz einfach. Ihr nehmt am Gewinnspiel teil. Und zwar möchten wir wissen, welcher Char ist auf dem 500er WoW Monopoly Geldschein zu sehen? Ist es A. Venian? Ist es B. Thrall? Ist es C. Chris Metzen oder D. eine Ente? Tja, schwierige Frage. Es gibt aber wahrscheinlich eine relativ einfache Möglichkeit, das herauszufinden. Wie ist natürlich so die Sache, ne? Ist natürlich sehr geheim, was auf diesem 500, ja, Geldschein ist und wer da drauf zu sehen ist, ist natürlich dann vielleicht auch nicht so schwer. Ich sage mal kurz die Antwortmöglichkeiten, ja? A. Venian, B. Thrall, C. Chris Metzen oder D. eine Ente? Tja, das ist dann halt so die Frage, wie beantwortet man so eine schwere Frage? Ich verstehe natürlich sehr schwer und naja, jedenfalls läuft es über Facebook. Sorry, ja, Leute, warum über Facebook? Ist eigentlich eine ganz simple Geschichte und zwar Facebook hat eine ganz einfache Rückverfolgungsdatenbank, man kann eine Adressdatenbank etc. Ihr seid einfach viel angenehmer für uns zu finden, daher machen wir sowas über Facebook. Und zum anderen kommt es natürlich auch hier Guildhome zugute. Falls ihr übrigens nicht wisst, was Guildhome ist, eine ganz simple Geschichte. Das ist die Webseite von Guildhome. Und ja, wir vertreiben Webpacks. Also Webpacks bedeutet eben für eine Homepage, sei es nur für ein Forum oder wenn ihr euch zum Beispiel so ein EQDKP Plus anmieten möchtet. Ich weiß, die Kollegen von Alvatar vermieten sowas auch, aber die haben natürlich relativ horrende Preise, weil die diese Lizenz da noch mitmachen. Aber falls ihr euch das einfach so runterladet, könnt ihr das natürlich bei uns auch drauf hosten. Das ist ja ganz klar, wie viele andere Sachen auch. Eben nicht nur das EQDKP Plus, sondern auch irgendwelche anderen Sachen könnt ihr natürlich einfach hier frei hosten. Ne, ihr habt da im Prinzip wie zum Beispiel auch bei 1 und 1 oder so ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das genaue Angebot seht ihr hier. Im Moment ist das sehr, sehr günstig, weil wir einen Summer ja, Sale haben quasi. Also im Moment sind die echt richtig günstig. Auch im Vergleich, denke ich, was da so bei ist, kommt es ganz gut. Minecraft-Server übrigens ebenso. Ja, 4 Slots, nur 2,80 € im Moment statt 4 €. Normalerweise ein Slot pro 1 € pro Slot, aber eben ne, hier, was alles dabei ist, es sind auch keine Beschränkungen. Ja, unser Premium-Produkt, das sind natürlich die Teamspeak-Server, die sind aber auch sehr, sehr günstig. Auch hier, ich weiß, es gibt diverse andere Anbieter mit irgendwelchen versteckten Kosten, zum Beispiel, dass man irgendwie für Gesprächssicherheit ja zahlen soll oder aber man soll irgendwie zahlen dafür, dass man eine Domain, also für ich glaube Domain, DNS oder so heißt das Ganze, habe ich schon wieder vergessen den Namen, soll man halt extra zahlen, müsst ihr bei uns nicht. Bei uns ist das halt natürlich alles inklusive in den eben 2 € pro Monat pro 10-Slot-Server, was auch alle Angebote hier gemeinsam haben. Sie sind prepaid, also das bedeutet, ihr geht keinen Vertrag ein. Auch nicht bei unseren Domains, die zahlt ihr allerdings für ein komplettes Jahr im Voraus. Ihr geht aber keinen Vertrag ein, sondern ihr bezahlt einfach nur das, was ihr auch tatsächlich verwendet. Ja, also eben nicht irgendwie sonst was, ja, sondern wirklich nur das, was ihr auch verwendet. Übrigens, TeamSpeak Server, das Interface sieht dann so aus, wenn ihr das frisch registriert habt, wie ich zum Beispiel diesen hier, steht dann da ein Berechtigungsschlüssel, wird gerade erstellt. Ansonsten habt ihr dann halt hier eine IP-Adresse, eben was ihr eingeben müsst mit Port und so weiter und so fort. Alles könnt ihr machen, damit die Server euch verbinden, direkt Berechtigungsschlüssel manuell neu erzeugen, eine TeamSpeak-Domain verwalten, also dass man halt eine TeamSpeak-Domain darauf zulegt, dass man halt nicht zum Beispiel über ts.guildhome.de rauf zugreift, sondern eben über ts.guildhome.de.
eure domain.de, ja. Naja, also das Guild Home und das eben hier das Menü von Guild Home. Und ja, ansonsten WoW Monopoly, ich habe es euch gerade schon gezeigt, ja, schwierige Frage, wie gesagt, ich kann sie nochmal wiederholen, ja, müsst ihr eben dann ausfüllen hier, welcher Char ist auf dem 500er WoW Monopoly Geldschein zu sehen, ist es Venian, ist es Thrall, ist es Chris Madsen oder eine Ente? Ja, wirklich schwierig, diese Frage, muss man einfach sagen. Aber naja, Storm und Ogrimmar gibt es übrigens hier auch dann zu besitzen. So sieht das Ganze aus bei einem Spiel. Ist echt cool. Zwei Versionen haben wir davon. Bis zum 31.07. läuft das übrigens auch bis zum 31.07. unsere spezielle Guild Home-Aktion, also wo halt die Minecraft-Server sehr, sehr günstig sind, etc. Falls euch das interessiert, das WoW Monopoly, macht mit. Ist einfach nur ein Gefällt mir an Guild Home und eben hier euren Namen, eure E-Mail-Adresse. Wir werden die Gewinner am 31.07. ziehen und dann bekannt geben, natürlich auch wenn in der EU und auch auf der Guild Home Facebook-Seite natürlich. Also, falls ihr Lust habt, einfach mitmachen. Ein von zwei World of Warcraft Monopoly spielen könnte schon bald euch gehören. Ja, in diesem Sinne war es das eigentlich das, was ich euch heute sagen wollte, quasi so eine kleine Promo für unsere Aktion, denn ich weiß natürlich, da draußen sind viele Leute, die einfach nur auf YouTube unterwegs sind und nicht unbedingt auch auf der Website. Ist ein Fehler übrigens. Ihr solltet auch auf die Website vorbeischauen. Wir haben viele interessante News und von daher immer mal wieder vorbeischauen. Übrigens für die Leute, die sich fragen, ja, ich spiele noch dieses Spiel hier. Ja, ich sammle da immer wieder Geld ein. Hab mir übrigens letztens auch ein paar Diamanten gekauft, aber die verwalte ich ganz, ganz eisern, weil ich die nicht für alles raushauen will, sondern ja, mach da diverse Sachen mit. Aber dazu kommen wir nochmal später, genau was ich mit diesem Spiel mache. Jetzt erstmal heute hier Guild Home stand hier im Vordergrund, beziehungsweise nicht Guild Home, sondern das World of Warcraft Monopoly Gewinnspiel. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Venin.